bleibt der Typ, ja? Oh, was geht, Bruder? Und jetzt willst du mich verarschen oder was? Was denn? Ich hab mir das Oberteil gerade neu gekauft, was kaufst du mir nach? Wer hat dir das nachgekauft? Meine Mutter hat mir das geschenkt, die weiß gar nicht, dass du das hast. Ach so ist das. Und außerdem ist das gar nicht das gleiche, deine hat Kapuze, meine hat nicht. Ach so, und deine Mutter kennt die Marke Givenchy, ja? Normal kennt meine Mutter Givenchy, Habibi, die trägt sogar Gucci. Ach so, deine Mutter trägt Gucci. Ach komm, scheiß drauf, lass mal was essen jetzt, komm. Ja komm, lass mal was essen, Alter. Was noch sein? So, für mich bitte eine Thunfischpizza ohne Zwiebel, dafür mit viel Paprika. Alles klar, sehr gerne. Und für dich? Ich nehme eine Paprikapizza mit Thunfisch ohne Zwiebel. Sag doch direkt dieselbe Pizza wie meine. Was für gleiche Pizza, Bruder? Wo sind die denn gleich? Ja, meine ist auch Thunfischpaprika. Meine ist aber Paprikathunfisch. Weißt du was? Vergiss es. Ja, okay. Ich mach das schon. Ja, Bruder, was geht ab? Was machst du? Ach, nix, Bruder. Sitz gerade im Auto, wollte ein bisschen einkaufen für zu Hause. Ah, einkaufen? Wo denn? In welchem Supermarkt? Ja, hier, Bruder, in Bottrop bei Getschek. Ich melde mich gleich bei dir. Ja, okay, bis dann. Hau rein, hau rein. Junis, was machst du denn hier? Ach, nicht, Bruder. Ich wollte hier spontan einkaufen für zu Hause. Du? Hä? Hast du ein Rad ab? Ich hab dir doch vorhin am Telefon gesagt, dass ich hier hinkomme. Echt jetzt? Krass, ja. Hab ich gar nicht meine Erinnerung. Was für ein Zufall. Ah, Zufall, ne? Egal, ich muss mich beeilen. Wir sehen uns. Ist das dein Ernst jetzt? Was soll das hier werden? Was denn, Bilal? Wovon redest du, Mann? Du kaufst mir sogar im Supermarkt dieselben Sachen nach. Was laberst du da, Bruder? Meine Mutter hat mir die alle aufgeschrieben. Guck dir die Einkaufsliste an. Bruh. Und Schatz, wie findest du mein neues Auto? Ja, Schatz, das Auto ist wunderschön. Einfach ein Traumauto. Das hast du dir auf jeden Fall verdient. Danke, danke. Du bist ein glänzendes Auto, du weißt. Ja, schau mal da. Ist das nicht Younes? Wo denn? Ich glaube, ich sehe nicht richtig. Das geht aber zu weit, Younes. Ja, Bruder, was geht ab, Mann? Guck dir mein neues Auto an, Alter. Younes, das hast du aber jetzt nicht wirklich getan. Was denn getan? Du hast mir sogar das beschissene Auto nachgekauft. Habibi, was redest du da? Das Auto wollte ich kaufen, da war das noch gar nicht gebaut. Ach, was quatsch ich für eine Scheiße, Mann. Wobei willst du mir noch nachmachen? Bruder, entspann dich doch mal. Komm mal wieder runter. Ich wollte dir meine neue Freundin vorstellen. Ach, Luisa. Fabienne? Luisa, was passiert denn hier? Wer ist das? Schatz, das ist meine Zwillingsschwester. Deine Zwillingsschwester? Warum sagst du mir nicht, dass sie mit ihm zusammen ist? Wusste ich doch selber nicht. Sie hat mir nur erzählt, dass sie einen Jungen datet. Boah, krass, Bruder. Die sieht aus wie deine Freundin. Ich wusste gar nicht, dass sie eine Zwillingsschwester hat, ja? Younes, nimm doch einfach Abstand von mir. Du fuckst mich doch nur ab. Komm, Schatz, wir gehen. Ich weiß gar nicht, was da hat, Fabian. Komm, wir gehen. Hallo? Hallo. Jo, Bruder, ich hoffe, du bist wieder runtergekommen. Wie geht's dir? Beschissen geht's mir. Wie? Was passiert? Ja, ich hab meine Freundin rausgeschmissen, Mann. Ist der Schluss jetzt. Was? Wieso, Bruder? Was hat die gemacht? Ja, ich hab die im Mac mit einem anderen erwischt. Sie ist mir eiskalt fremd gegangen. Bruder, warte mal, bleib mal dran. Wo ist die, ja? Wo ist die, ja? Hey! Verpiss dich raus hier! Ja, bist du doof? Was hast du für ein Problem? Du bist mir fremdgegangen, das ist mein Scheißproblem und jetzt raus aus meinem Haus! Was laberst du für eine Scheiße? Wo soll ich dir fremdgegangen sein? Du warst bestimmt mit einem anderen in Mackies und hab Burger gegessen! Boah, Junge, ganz ehrlich, du hast einen Schaden, ich verpiss mich von dir, bleib alleine! So, Bruder, ich bin wieder da! Junge, was hast du gerade gemacht? Ach, nicht, Bruder, ich hab meine Freundin rausgeschmissen, ich glaube, die ist mir fremdgegangen bei Mackies! Was hast du da mit deinem Fuß gemacht? Was ist passiert? Ach, ich wurde von einem Auto angefahren und jetzt ist mein Fuß gebrochen. Alter, gute Besserung. Ich hoffe, dir geht's bald wieder gut. Ja, Mann, danke, danke, Mann, danke. Bruder, warte mal. Ich geh mal kurz was holen. Ich komm gleich, ne? Ja, bis gleich. Ja, okay, mach das. Bis gleich. Was ist mit deinem Fuß passiert? Bruder, ich
ich bin gerade rausgegangen, ich wollte dir was kaufen, weißt du? Dann wurde ich angefahren von einem Auto, jetzt ist mein Fuß gebrochen. Ah, du hast also deinen Fuß gebrochen. Tja, Junge, dumm gelaufen. Bruh. Wie dumm gelaufen? Mein Fuß ist gar nicht gebrochen, du bist voll drauf reingefallen, du schäbigen Dumm. Ernst, Mann? Dein Fuß ist gar nicht gebrochen? Nee, mein Fuß wird gebrochen. Ich geh jetzt bei dem schönen Wetter joggen. Seh zu, dass du laufen lernst. Yalla, Habibi, schau mit dir. Ey, warte doch mal, ey. Warte doch mal! Junge, verpiss dich mal, du kannst nicht mit Joggen kommen! Komm, Bruder, ich kann, warte doch mal, warte! Quatsch, für eine Scheiße, Mann, wobei willst du mir noch nachmachen? Ich kann dich gar nicht ernst nehmen, den Junge, Wallah. Yalla, du nickst die ganze okay, Zeit. Warte. Ich nehme eine Paprika-Pizza. Ich nehme eine Junius, was ist mit meinem Wundermelon, Alter? Schäbigen, Alter. Ich fühle mich so ein bisschen traurig, ich weiß nicht, weil ich auch, ich gebe mir nie, und keiner will mit mir Foto machen. Also Leute. Bock habt, guckt mich einfach an. Ich mach so gerne Fotos mit euch. Ich freue mich sehr. Schöne Grüße. Hallo! Was ist denn los da?